Bei mir steht Birgit Michels. Heute nach dem entscheidenden Spiel gegen Lüdinghausen 5:1 gewonnen. Wie groß ist da die Erleichterung und wie groß ist jetzt die Zuversicht, diesen zweiten Platz noch zu halten bis hin zum Ende der Hauptrunde? Ja, Erleichterung ist auf jeden Fall groß. Ich denke, das waren wichtige Punkte, die wir heute geholt haben. Und wäre natürlich definitiv schöner, wenn wir Zweiter werden, das Halbfinale zu Hause haben. Ist wahrscheinlich auch leichter, vor eigenem Publikum dann zu spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit dem Publikum im Rücken, was hier ja wirklich immer sehr, sehr gut ist, macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Und da denke ich, können wir den Sieg dann holen. In der vergangenen Woche hast du bei der Team-Europameisterschaft noch zusammen mit Karin Schnase in einem Team gespielt. Heute habt ihr beide gegeneinander gespielt. Was ist denn das für ein Gefühl, dann im Doppel auf einmal wieder auf der anderen Seite quasi die Freundin oder Mannschaftskameradin zu haben? Ja, es ist immer komisch, gegen gute Freunde oder halt Trainingskameraden zu spielen. Aber in der Bundesliga ist es mittlerweile ja normal. Man kennt das Gefühl schon. Und auf dem Platz will jeder gewinnen. Da ist egal, wer auf der anderen Seite steht. Und nachher versteht man sich wieder genauso gut wie vorher. Okay, danke für das Interview und viel Glück beim nächsten Turnier. Dankeschön.